Salam alaikum. Salam salam. Alaikum alaikum. Du hast immer noch so einen geilen Akzent dabei, muss ich sagen. Merci. Das ist bei dir merkt man das. Ich weiß noch, Adrian, als wir im Kebabland zusammen waren, wie du bestellt hast. Adana. 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 Ja, ist genau so. Adana. Adana, Adana Sikkim. Genau so. Oha. Oha. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Du bist hier der Experte. Bin ich nicht. Kann ich nicht. Bin ich nicht, kann ich nicht, mache ich nicht. Ich glaube, kann sein, dass ich ein bisschen schmatze. Meine Nase ist noch verstopft. Ich habe noch Nachwirkungen von der Krankheit. Ich glaube, so früh haben wir übrigens noch nie aufgenommen. Kann das sein? Zu früh? Doch, ja, haben wir schon. Woche. Wir haben schon richtig früh aufgenommen. Nee, in der Woche meine ich. Es ist ja relativ, also es ist ja abends jetzt. Also du meinst jetzt mittwochs abends früh? Genau, es ist mittwochs abends, aber also früh im Sinne von, wir haben noch nie mittwochs aufgenommen. Doch, verwirr mich doch nicht so. Haben wir gar nicht. Natürlich. Nein, also doch, haben wir. Hast du noch nie mittwochs aufgenommen. Nein. Doch, haben wir. Nein, haben wir nicht. Wir doch, haben immer freitags Witz. Aufgenommen. Nein, haben wir nicht. Ach, Adrian. Du musst ja auch mal die Sachen anhören, die du hier produzierst. Den ganzen Mist. Ich hab tatsächlich, die letzte Folge habe ich gehört. Ja, habe ich wohin erst gehört? Das ist irgendwie, ich weiß, aber eigentlich, ich weiß ja, was drin vorkommt. So. Podcast generell höre ich mir auch gerne mal zweimal an, aber da ist das irgendwie manchmal ein bisschen awkward, findest du nicht? Sich selbst zu hören. Ja, Odin hat vorhin auch mitgehört kurz, was nicht die beste Idee war, weil er hat nämlich das Intro gehört. Alle in deiner Familie sind krass hässlich. Ja, und es ist so, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Und er guckt dich so an und sagt so, yo. Ja, ich habe da gar nicht dran gedacht, ey, dass da das Intro da war. Und so, oh. Also ich finde generell sollte dieser Podcast nicht mit Minderjährigen und erst recht nicht mit Eltern gehört werden. Ja, und er hat so das gehört und hat mich angeguckt und meinte, hat mich angeguckt und gesagt, ausmachen. Und du so, Odin ist besser für dich. Ja, ich finde, findest du nicht, wenn ich so Leute oder wenn du von Leuten weißt, die voll seriös sind, die dich hören, dass das dann, also die uns zuhören, dass das dann irgendwie ein bisschen komisch ist? Kennt keinen, ey. Er kennt keinen. Kennt keinen seriösen. Kennt keine seriösen Leute. Seriös ist. Was seriös? Kenn ich keinen. Bei uns auf Zelle, da war niemand seriös. Das ist der Messer-Massoud hier, das ist der. Und jetzt gib mich erstmal dein Geld. Woran riechst du da? Vic Vaporub. Kennst du Vic Vaporub? Habe ich nie benutzt, aber kenne ich. Ja, daran riech ich. Richtig. Ist das dasselbe wie Tigerbalm eigentlich? Alter, sieht groß wie ein Chemiker. Also, kennst du Tigerbalm? Ja, also das Vic Vaporub wird nicht warm. Tigerbalm ja schon, oder? Nee. Ja, dann ist es dasselbe. Tigerbalm riecht einfach nur krass. Ich habe auch keine Ahnung, ob das überhaupt gegen irgendwas hilft, weil es ist ja angeblich für alles. Mhm. So zumindest laut der Verpackung. Für oder gegen? Ja, gegen. Hast recht, ja. Gegen. Gegen ist es auf jeden Fall. Wie hast du die Alter. Convention verkraftet? Ach, du musst erst sagen, moderier uns doch mal an, Alter. Ach ja, genau. Was ist los schön, mit dir? Ja, was ist los mit dir? War Kollege und Farid Beng, ne? Ist ja auch egal. Herzlich willkommen zur 22. Folge von El Forno. Gegenüber von mir mein Habibi Adrian, a.k.a. der Grillmeister. My name is Sepp Furi Uno. Sebastian Wut 1. Und es ist Mittwoch, der 12. Januar, genau, 1984. Oh Gott. Ein Jahr vor meiner Geburt. Ein Jahr vor Adrians Geburt. Ich bin noch flüssig, ja. Nee, wir haben 12. Januar 2020 und Adrian isst vor mir Fruchtriegel. Und wir haben uns gerade darüber ausgetauscht, wie geil die Süßigkeiten sind, die wir haben. Könnt ihr die Fruchtriegel von Lidl? Alle, die jetzt die kennen, können ja mal einfach mal ja sagen, egal wo sie gerade sind. Einfach mal aber ja. Ja, kenn ich. Du vergisst immer, die Hörerschaft ist so wie wir. Die können sich Lidl auch nicht leisten. Weißt du, wie ich meine so? Also, die sagen auch, was, Lidl? Hebt ihr ab oder was? Und wie Thorsten Sträter jetzt sagen würde, oh, der feine Herr, was kommt als nächstes? Genähte Kleidung? Den finde ich auch immer noch großartig, Alter. Thorsten Sträter ist der Beste. Ja, okay, also Anmoderation haben wir jetzt, ne? Mhm. Gut.
dann würde ich jetzt mal einfach anfangen wollen. Genau, dann würde ich jetzt uns auch mal abmoderieren einfach. Nee, ich würde dann jetzt mal von meiner Messe erzählen. Ja, du antwortest ja gar nicht. Also würde ich jetzt mal machen, Adrian. Mhm. Also Podcast funktioniert meistens, wenn man so redet miteinander. So. Interaktion oder was? Ich kann ja auch, lass mal einfach einen Podcast machen, wo wir die Leute nur angucken. So, wir gucken die einfach an die ganze Zeit. Wir können Fragen stellen, die nicht beantwortet werden. Nee, ich habe eine bessere Idee. Lass mal einfach, wir machen einen YouTube-Livestream oder einen Twitch-Livestream und dann sagen wir einfach gar nichts und lesen einfach nur, ohne was zu sagen, die Kommentare und das, was da steht. Aber wir reden halt nicht mit denen. Wir beobachten die nur, wie die sich geben. Mhm. Wir machen praktisch mit denen geschriebenen Podcast. Okay, das war jetzt voll umständlich. Ich will dich beim Essen nicht stören. Also, die Convention war richtig geil. Die Convention war richtig geil, ohne Scheiß. Bin ich gar nicht drauf klargekommen, wie geil das war. Ich habe wirklich, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er denkt, dass ihn so beim Tätowieren einfach nichts mehr, also kickt im Sinne von, dass man wirklich sagt, wie früher so, boah, ist das ein krasses Ding, Alter. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auf die großen Messen zu gehen, sei es Mailand. In London war ich selber noch nicht, muss ich sagen. In Paris auch nicht, soll aber genauso sein vom Niveau her, sogar halt noch 3 Schippen drauf. Alle haben nur gesagt am Wochenende, ey, wenn du Mailand schon geil findest, geh mal nach London. Ohne Spaß, Alter, es gibt schon richtig kranke Tattoos, ey. Bin ich gar nicht drauf klargekommen. Ja, also wenn man mal so verfolgt hat, was da so preisgegeben wurde von den Leuten, die da gearbeitet haben, scheiß die Wand an. Da ist wirklich, also da bist du wirklich nur aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. So Mundwinkel, so Klappe auf und dann so, so vom einen zum anderen Stand. Was bist du da für ein Typ? Bist du da jemand, der da rumrennt und sich dann innerlich fragt, Alter, was zur Hölle mache ich hier? Ich stehe jeden Morgen auf, gebe mein Bestes und kann ja nichts. Oder bist du einer, der auch sagt, ey, geil, Alter, erstens sehe ich geil aus, so, und zweitens bin ich unfassbar reich und berühmt und kann hier locker mitspielen bei den ganzen Assis. So, ja, wurde auch Zeit, so dass du dir das denkst, wenn du da reingehst. So, hier gehöre ich hin. So, jetzt, ach, scheiße. So, du kommst rein und sagst, ach, kacke, jetzt bin ich schon wieder der Beste. Ja. Oh, kennt ihr das Gefühl, wenn du irgendwo in die Halle kommst und denkst, ah, oh, schon wieder gewonnen? Ja, so. Ach, kacke, jetzt bin ich schon wieder der Beste, ey. So, guckst du es mal. Beim CrossFit so, weißt du, guckst dir das an und denkst, ah. Da kannst du halt wieder gehen. Ja, so, weißt du, so, ach, ich wünschte, es wäre mal anders. Ich wünschte, ich wäre mal nicht irgendwo der Beste. Nee, ich bin da eher der Typ, also, ich habe da so eine zwiegespaltene Reaktion. So, zuerst will ich an meinen Stand zurückgehen und meine Maschine in den Müll werfen, meine Sachen packen und nach Hause fliegen, so, weißt du? Weil ich einfach denke, okay. Mit irgendwas jetzt umtreten, oder? Ich wollte so genau die Sabine machen, weißt du, so. Einfach mal sagen, so, weißt du was, ich arbeite jetzt einfach bei Rewe in Zukunft, so, weißt du? Das. Das ganze Szenario, dieses, du läufst über die Convention, guckst links, guckst rechts, alles wortlos, ne? Ja. Gehst zurück zu deinem Stand, rutscht so mit dem Arm einmal über deinen Tisch, schiebst alles in den Mülleimer, wortlos. Trittst den Mülleimer um, fährst wortlos zum Flughafen, steigst in den Flieger, fliegst nach Hause, kommst nach Hause, steigst aus dem Flugzeug aus, steigst ins Taxi. Kündigst dein Tattoo-Studio auf dem Weg dahin, schriftlich mit einschreiben. Stimmt, kündigst dein Tattoo-Studio. Gehst zum nächsten Rewe, packst die Uschi an den Haaren, ziehst die aus dem Kassensitz raus und setzt dich einfach dahin. Ja, genau. Und machst kommentarlos weiter. So, löscht so Downtown Tattoo einfach so, weißt du? Ich habe aufgehört zu tätowieren. Ich tätowiere ab heute nicht mehr so. Cheyenne schreibt, Sepp ist auf eigenen Wunsch nicht mehr von uns gesponsert und tätowiert nicht mehr. Dann I Am Inc. schreibt dasselbe und Cole Black schreibt das auch. Mhm. Alter, das wäre richtig geil. Das bisschen überreagiert, geil. Aber einfach witzig. So, was mit, ja, der kann irgendwie nicht verlieren. So, weißt du?
Oh, das wäre echt krass. Aber nee, es ist wirklich ist so die überleg mal, wie geil das eigentlich wäre so. Oder du fragst während des Fluges schon die Stewardess so, wo kann man sich denn bei euch bewerben? Sag mal. Sucht ihr noch? So, was verdient man so bei euch? Du kannst doch einfach da übernehmen. Du stellst dich dann in die Mitte und fängst an, die Sicherheitsansagen zu machen und die fragen, was ist mit ihnen los? Ich arbeite jetzt hier. Ich mach's richtig übertrieben. So während die Sicherheitseinweisung machen und ihre Gestiken da vorne durchexerzieren, so mache ich mir einfach Notizen davon. So währenddessen, weißt du? Das fände ich übelst lustig. Nee, ach, keine Ahnung. So, wie gesagt, das Niveau war halt echt der Hammer. Also, ich bin immer noch total gestoked davon. Aber das Ding ist halt, mich motiviert das wieder voll. Also ich habe, weißt du wie, ich gucke mir das an und dann denke ich mir so, fuck, Alter, ich habe immer gedacht so, okay, eigentlich tätowierst du gar nicht so schlecht und jetzt weiß ich einfach so, doch. Also, ja, nicht im Sinne von so, oh, scheiße, so, ich fliege jetzt nach Hause, kündige mein Tattoo-Studio so und fange bei Rebra, sondern das motiviert mich dann eher. Dann denke ich mir so, fuck, Alter, das will ich auch können, wie geht das? Hm. So, das und war wie schon, geht das? Ja, gute Frage. Finde ich gerade raus. Hm. So. Weißt du ja auch, oder findest du ja auch gerade raus. Das ist also, ich finde, ist das bei dir eigentlich noch so, dass du nach deinen Tattoos immer voll fertig bist, so weil dich das so ausgelaugt hat, seelisch? Also, da ich das ja wirklich sehr wenig mache, muss ich sagen, dass es für mich ultra krass anstrengend ist. Oder? Ultra krass. Denkt man gar nicht, ne? Also, ich bin. So, Tätowieren verlangt von mir 100%ige Konzentration. So, die Sache ist, wenn ich das vergleiche mit Grills machen, ne? Grills sind für mich, da passiert so viel im Gedanken vorher oder so, aber meine Handgriffe, die sitzen. Ich muss mir über meine Handgriffe keine Gedanken mehr machen. Deswegen, kennst du das, dass man manchmal zwischendurch so wach wird wieder wie und eigentlich gar nicht weiß, was man die letzte Zeit gemacht hat? Also, man hat das Autopilot. Alles. Autopilot. Alter. Hui. Wollen wir die Folge direkt Autopilot nennen? Ja, also wie gesagt, ne, das läuft alles von selbst. Aber Tätowieren ist crazy Kram, so ganz anstrengend. Also, ne, und damit man das noch mal sagt, so, das ist so, ich bin da so ultra am Anfang und das ist. Ich bin schon ultra am Ende. Ja, ich bin zwar ultra am Anfang, aber auch ultra warum am ich Ende gleichzeitig. So, weißt du, wie so ein richtig peinlicher Typ so. Ja, es ist auf jeden Fall krass anstrengend. Ja, ich finde, wenn man, also früher ging es mir so, da habe ich habe halt zu Hause angefangen, ich habe ja nie richtig eine Ausbildung gemacht. So, und sieht man bis heute. Und, und ich habe. Ich fand immer, wenn du dann die ersten. Weil du immer überall zur Convention erstmal deinen Fliesentisch mit hingebracht hast. Ja, genau, richtig. Mit der Kippenstopfmaschine. Und deine Kunden sitzen auch nicht irgendwie. Du hast halt so ein, in deinem Studio halt auch so ein Wohnzimmerambiente. Ja. Da sind die Leute. Damit halt, ich nicht aufs Ungewohnte komme. Genau. Da und meine Kunden auf, auch nicht. Auf so einer abgeranzten Ledercouch. Und hast so einen vollen Ascher vor dir, weißt du? Richtig, da werden die Nadeln vorher nochmal in Whisky desinfiziert, irgendwie. Spucke desinfiziert doch auch, sagt man, oder? Ey, ich habe von Leuten gehört, Junge, die geben ihren Kunden die Module oder die Nadeln wieder mit. So, ja, die kannst du beim nächsten Mal wieder mitnehmen, wo ich mir denke, so, was seid ihr denn für Ekelpakete, Alter? Ist eigentlich geil, weißt du, dann musst du die nicht entsorgen. Ja, natürlich. Ich habe mich ja auch nur deswegen geärgert, so weil ich da nicht drauf gekommen bin, weil ich mir dachte, scheiße, ich könnte meine Wichskosten einfach halbieren. So, deine Wichskosten. Meine Wichskosten. Adrian, kommst du im Jahr auf deine Wichskosten? Ja, ach übrigens, meine Hurensöhnlichkeit der Woche ist, ich bin kein kleiner Unternehmer mehr. Ey, herzlichen Glückwunsch, richtig geil. Aber ich kann dir sagen, die Anfangszeit davon ist bescheuert, weil du wirst ja am Anfang jährlich veranschlagt. Und das ist, oder kann man sich das aussuchen? Bei mir war das immer so, erst war ich jährlich, dann war ich quartalsweise und jetzt bin ich monatlich. Und das finde ich eigentlich besser, weil dann kommt eigentlich nie so ein fetter Haufen. Nee, ich kann monatlich. Oh, mach monatlich, Alter. Mach ich auch. Höre Beste. Ja. Ja, meine Steuerberaterin hat doch gesagt, nee, wir machen das hier monatlich, weil einmal im Jahr so eine fette Zahlung, da hat doch keiner Bock drauf. Ich so, ja Mann, wir reden dieselbe Sprache. Herr Bayer, Sie sind fett genug, Sie brauchen sowas nicht auch noch. Genau. Sie brauchen noch keine fette Nachzahlung. Richtig.
Vor allem, woher will ich denn wissen, wo ich im Januar oder im Februar bin, wenn das Finanzamt die Nachzahlung haben will, so weißt du? So ja. Verliere ich doch den Überblick. Weißt du, was das Geilste ist? Du musst hier in Deutschland die sogenannte Ein-Elftel-Steuer bezahlen. Ich nenne das immer liebevoll die Gleis 9-3-Viertel-Steuer, weil ich das so dämlich finde. Das heißt, du zahlst nämlich dann im Februar schon die Mehrwertsteuer, die man von dir schätzt, für den Dezember. Wie dumm ist das denn, Alter? Ja, das hat die mir auch erklärt. Aber hat sie dir erklärt, warum das so ist? Das würde mich mal interessieren. Naja, weil, damit du auf deine 12 Monate kommst. So, und die dann nicht, ja, genau, das ist auch so ein Schätzchen. Ja, es gibt doch keine Schaltjahre, wo es 13 Monate gibt. Ja, und das ist ein richtiger Wirrwarr. Und man guckt sich dann an, sie guckt mich an, ich gucke sie an, wir gucken uns alle an, alle zucken mit den Schultern. Ist so, gibt es Grund zu, also kann man drüber diskutieren? Nein, gut, lassen wir. Ja. Aber kennst du da, man regt sich dann immer also wirklich auf darüber und man weiß eigentlich, dass man nichts dabei, also dagegen tun kann. So. Ja, deswegen mache ich das nicht. Ich versuche mich nicht über Sachen aufzuregen. Also ich versuche mich immer aufzuregen. Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Herr Bayer, Sie müssen dieses Mal die doppelten Steuern zahlen. So, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir auf Sachen, die wir nicht ändern können, dass wir das nicht mehr diskutieren. So, deswegen hier zahlen Sie jetzt nächsten Monat die doppelten Steuern. Du so. Atmest so tief ein, gehst so raus, dann hörst du, machst die Tür zu, hörst du so clear, clear, weißt du, da geht irgendwas kaputt. Kommst wieder rein. Ja, okay. Mach mal. So, bis wann soll es da sein? Klingt gut. Haben Sie den Verwendungszweck schon? Dann würde ich Ihnen das jetzt direkt hier so bar geben. Ach, siehst du, apropos, haben wir das schon? Pass auf, wir haben. Ich finde, das ist halt richtig dumm, weil mein Steuerberater sagte, die machten das zum Teil wohl auch deswegen. Also unsere Community kann uns da gerne unter die Arme greifen. Also natürlich auch finanziell, aber uns vielleicht auch mit Wissen. Genau, Alter, kennst du nicht diese, was hältst du davon, wenn wir auch so eine Amazon-Wunschliste bereitstellen, wo unsere... Die sind doch keine Weiber. Wo unsere Zuhörer uns dann auch mal eine Kaffeemaschine und Kaffeevollautomat schenken können oder ein paar neue Schlappen. Das wäre cool, aber Adrian, wir haben keine Zuhörer. Ich habe das alles gefaked, die Statistiken. Stell dir mal vor, wie krass das wäre so. Wir hauen ich das hätte voll dennoch, raus. Ich hätte dennoch eine schöne Zeit gehabt. Feiern so die ganze Zeit unsere Hörerschaft. Unsere Hörerschaft ist von 50% gestiegen. Von einem auf anderthalb. Das macht keinen Sinn. Zwei. Ich habe halt auch mal gehört. Ist um 100% gestiegen. Von 1 auf 2. Und wir so, ja, und Meet and Greet Convention. Wir machen Merchandise für euch so. Und am Ende steht da so jemand. Ja, also ich wäre da. Der spricht auch komischerweise so, warum auch immer. Ja. Ich habe schon gut. Wieder den. Wie sind wir hierzu gekommen? Wir hatten vorher über was anderes geredet, wo ich mir noch dachte, Scheiße, das müssten wir eigentlich weiterführen. Wie sind wir hierher gekommen? Diese Steuer, diese Steuergeschichte. Ja. Ich finde, das ist richtig, also das ist richtig dumm. So, warum einen Monat? Warum einen Monat und nicht mehr? Und ich sehe ja ein, dass ich von Geld, was ich verdiene, auch was Vaterstaat geben muss. So, ne? Das finde ich auch in Ordnung, dass man das macht. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum muss ich denn schon noch nicht eingenommenes Geld versteuern? Ich kann ja genauso gut sagen, wisst ihr, Freunde, ihr habt mir letztes Jahr 1.000 Euro jetzt überwiesen, wegen so Steuerrückzahlung. Was haltet ihr denn davon, wenn er mir das für die nächsten 2 Jahre auch schon mal überweist? So. Wäre doch geil. Mhm. Findest du nicht? Ja, in die Richtung funktioniert das, glaube ich, nicht. Das Finanzamt, noch ein kleiner Funfact, ich habe mal irgendwann 60 Cent Mehrwertsteuer zurückgekriegt und habe dann meiner Steuerberaterin geschrieben, ja, finde ich richtig gut, so, und davon würde ich mir jetzt auch einfach mal einen Schokobon leisten. Und sie hat dann zu mir gesagt, ja, Hering, lustige Geschichte, das Finanzamt zahlt nichts, keine Guthaben unter einem Euro aus. Weil ich mir denke, was seid ihr denn für Wichser, Alter? So, hinterzieh mal 60 Cent Steuern, da gehst du ins Gefängnis, wenn du das lange genug durchziehst, 15 Alter. Jahre. 15 Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Deswegen 60 Cent ausgerastet, wir konnten nichts tun. Aber das ist doch richtig behindert, oder? Ja, mit diesem Steuerkram ist sowieso. Also ich finde ja, es gibt hier so einen komischen
Prinz ist nicht Frederik von Anhalt. Es gibt irgendwie so einen Typen, der so, der ist immer krass rot gebräunt. Prinz Markus von Anhalt. Ja, das. Markus, Alter. Und der hat der gesagt. Der mit den weißen Zähnen und der von der Nutte, ja, genau, irgendwie von der Muschi das Koks geballert hat, ne? Hat der? Hat der. Eine Koks? Ich habe mal irgendwann ein Video gesehen, wo ich mir auch immer denke, so wie dämlich kann man denn sein, so seine Fresse dann auch noch in die Kamera zu halten. So. Aber das sind so Narzissten wie. Da muss ich übrigens auch noch letztens an dich denken. Weil, oh, danke. Ja, so, oh, wow, die nein, Brücke Gott, ist krass. Nein, ja, ich weiß, die Brücke ist behindert, aber die hat nichts mit der anderen Sache zu tun. Alter, ja, der hat Koks von der Muschi, von der Nuttenmuschi gezogen. Er ist so ein richtiger Narzisst, da muss ich irgendwie auch an dich denken. Ist so. Danke. Wenn, ja, so, also Girls, ich bin dann jetzt übrigens Single. So, wenn du das so sagst, ja, dann hört sich das natürlich ein bisschen komisch an, da gebe ich dir recht. Also so war es nicht gemeint. Ich musste nur an dich denken, wegen mit der Kamera sprechen mit hier Michael Wendler. So, und Michi hat letztens das, Oliver Pocher hat sich den jetzt, oder knöpft sich den gerade wohl richtig übel vor. Ja, das so, ich habe mir auch das mal angeguckt, das ist übelst geil. Und diese Videos, ne, die sind, die der hochlädt, die sind so lustig gefaked. Und mein persönliches Highlight der Woche war, dass sich Finch asozial an seine Laura ranmacht und öffentlich auch sagt, ja, irgendwann werden wir zusammen sein. So, du kannst, so wahre Liebe kann man nicht eindämmen, so was. Er rastet voll aus und angeblich hat der Wendler ihm dann, er hat so Screenshots veröffentlicht, wo der ihm dann geschrieben hat, so hör auf Laura zu schreiben, sonst zeige ich dich an. Und er meinte nur so, ja, das kannst du ja machen. So. Weil Finch hat ihm nämlich angeboten so, dass er alle seine Steuerschulden übernimmt, wenn er dafür im Austausch Laura kriegt. So. Und er meinte dann hinterher in einem Interview, weil dazu gefragt wurde, ach so, ja, das war übrigens kein Scherz, also ich würde das wirklich machen. Meinte er, also vielleicht, er weiß, dass das nicht geht so mit hier, dass er sie dann übernimmt, aber er würde zumindest das dann gut finden, wenn Herr Wendler ihm dann ein Date ermöglichen würde mit ihr, weil dann wäre das eben Selbstläufer. Ich höre den Typen ja nicht, aber das fand ich richtig geil, ey, da habe ich mich erstmal kaputt gelacht. Ich bin mir nicht sicher, ob Finch asozial sich die Steuerschulden vom Wendler leisten kann. Das habe ich mir auch, gedacht. Aber das ist schon eine harte Klatsche. Hier, Oliver Pocher ist doch auch mit der Ex von Boris Becker zusammen, ne? Ist der sowas? Ist der das? Ja, ja, ist er. Und weißt du, was diese Missgeburt gemacht hat? Ist dieser Olli Pocher nicht bis jetzt dann mit jeder Ex von Boris Becker zusammen gewesen? Nee, oder war? Nee, ich glaube, der ist immer noch. Ich glaube, naja, ich weiß es ja nicht. Die aktuelle ist, auf jeden Fall war er mal mit irgendeiner Ex oder ist er mit irgendeiner Ex von Boris Becker zusammen gewesen. Mhm. Man hat diese Missgeburt aus der Hass, der hat dem Becker ja immer eine mitgegeben, so wo er konnte, auch so in der Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Er hat die ultimative Demütigung gemacht. So, Boris Becker ist ja insolvent gewesen, der ist ja dann, hat sich ja dann nach England verpisst, glaube ich. Mhm. Und musste dann alle seine Wimbledon-Pokale, seine Tennis-Pokale und so verkaufen. Weißt du, wer die gekauft hat? Nein. Oliver Pocher. Stell dir mal vor. Boah, das ist richtig demütigend. Ey, du hast den Typen eh schon wie die Pest so und er kauft dir auch noch die größten Erfolge deines Lebens ab. Was glaubst du, was sich dieser Pocher da hingesetzt haben muss und sich den Arsch abgelacht haben muss deswegen? Bitter. Dass der ihn nicht umgebracht hat, ist echt alles. Also, das wäre in dem Fall sogar legitim gewesen. Ach, naja. Letzten Endes hat der Pocher dafür bezahlt. Und die Dinger mussten ja eh weg. Ja, genau. Er hat ja noch was Gutes getan. Aber kennst du das nicht? Es habe ich irgendwo mal so einen Spruch gelesen. Wenn es dir schlecht geht, denk immer daran, irgendjemand hat gerade jemanden, deinen Ex, kennengelernt und denkt, er hat jemanden Besonderen getroffen. Das ist auch ein geiler Spruch. Ja. Ich finde sowieso, ich habe in letzter Zeit öfters mal so diese Sprüchebilder gesehen, die eigentlich voll peinlich sind, die aber irgendwie witzig sind. Auf dem einen stand da nämlich Veni, Vidi, Violini. Ich kam, sah und ich vergeigte. Da musste ich auch kurz so, das fand ich auch lustig. Violini. Hattest du auf der Rückreise denn Probleme mit dem Sturm?
Nee, überhaupt nicht. Pass auf, jetzt, genau. Also Messe, wie gesagt, war geil, ne? Da sind wir hängen geblieben. Aber also ich hatte dann Schiss, weil ich habe neben, wie heißt sie, Jenna Coffin gearbeitet. Das ist die Frau von Jay Freestyle. Manche kennen den vielleicht. Der hat da in England, glaube ich, auch Platz 3 gemacht. So übelst krasser Tätowierer. Und sie ist auch übelst krass und tätowiert gerade mal ein Jahr, ne? Und ich gucke die auch so an. Das war nämlich dann auch wieder der Punkt, wo ich mir dachte, so alles vom Tisch räumen, so, weißt du, durchziehen. So, ich gucke das an und denke mir so, ich meinte dann zu ihr, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um so zu tätowieren? Sie so, nee, ich sag, ich auch nicht, weil ich bin noch dabei. Und auf jeden Fall, die mussten nach Amsterdam fliegen. Warum? Und der, was ist das? Was ist das, was dich so beeindruckt hat? Was macht die, was du so cool findest? Einfach die Technik an sich, weil ich war weder in der Lage, so zu zeichnen nach einem Jahr, noch war ich in der Lage, irgendwie so zu tätowieren. Also das hat wirklich lange gedauert. Aber ich meine, gut, wenn du jemanden hast, der sowieso, wenn dein Mann schon krass tätowiert und du selber richtig Ehrgeiz hast, dann funktioniert das auch, dann geht das. Was ich erzählen wollte, dann bin ich halt zum Flughafen gefahren. Ach so, genau, die, okay, ich ordne das nochmal ein. Also, die mussten nach Amsterdam fliegen und der Flug wurde gecancelt. Und dann sind die direkt nach der Messe am Sonntagabend, haben die sich für anderthalb Riesen einen Leihwagen geholt. Und sind dann von Mailand nach Amsterdam mit dem Auto gefahren, 10 Stunden. Wo ich mir dachte so, boah, da hätte ich gar keinen Bock drauf, auf keinen Fall. Für mich war klar, ich verlasse dieses Land nur im Flugzeug. Ich werde mich keine 15 Stunden in die Bahn setzen, die sowieso nicht fährt, weißt du? Noch irgendwas anderes machen. Und habe dann einfach gesagt, so, ich lasse mich jetzt nicht bekloppt machen, ich lasse es drauf ankommen. So, und dann bin ich halt zum Flughafen gefahren. Ich war halt relativ lange vorher da. Weil mein Cab-Fahrer auch relativ schnell da war. Alter, Mailand ist auch voll teuer fürs Taxifahren. 2,5 Kilometer, 15 Euro. Ja, das hast du erzählt, dass du, ne, dass du immer irgendwie 15 Euro für die Hin- und Rücktour von Convention zu Hotel, zu deinem Nicht-Convention-Hotel. Ich bin einfach gelaufen. Ich bin morgens dann immer hingelaufen und, also immer, die 2 Tage so oder 2 von 3. Und dann zum Schluss bin ich auch abends dann mit meinem Koffer zurückgelaufen, weil ich irgendwie Bock hatte. Ich hatte noch Bewegungsdrang. Und ich habe so eine Bank, deren Namen ich jetzt aber nicht sagen will, weil wir keine Geld dafür kriegen. Siehst du, jetzt höre ich mich auch schon an wie so ein Italiener. Keine Geld. Weil wir keine Geld dafür kriegen, Roberto. Wir kriegen keine Geld, Roberto. Uns hat übrigens jemand geschrieben, der aus Sizilien kommt. Schöne Grüße. Hat dir gerade jemand geschrieben? Nee, der hat mir geschrieben auf die Folge mit den Italienern. Und ich habe gesagt, jetzt, okay, jetzt wo ich weiß, dass du aus Sizilien kommst. Hast du ihn blockiert? Frank heißt der. Frank oder Frank? Shoutout. Frank. Frankie. Frankie. Francesco. Und die haben sich alle über mich kaputt gelacht, weil ich auch den klassischen Italiener-Move hier mit Daumen und Zeigefinger zusammen und so gemacht habe. Und die meinten dann auch zu mir, Alter, jeder, der so Italienisch spricht und es nicht kann, macht diesen Move dabei. Ich sag so, naja, schon sprichst du Italienisch. Adriano, warum machst du das? Ja, genau. Ja, du bist ja jetzt am Flughafen angekommen, ja? Es zieht sich heute ein bisschen mit mir, ne? Auf jeden Fall kann ich über diese App, kann ich mir Loungepässe für Flughafen-Lounges kaufen. Also auch wenn du nur Economy fliegst. Und ich habe, glaube ich, ein Kontingent gehabt oder so. Auf jeden Fall musste ich für das Ticket nichts bezahlen. Und dann habe ich, Alter, 2 Stunden in dieser geilen Flughafen-Lounge, und das war sicherlich noch eine der schäbigeren, weil das halt ein relativ kleiner Flughafen ist, die es so auf der Welt gibt, gechillt. Und habe mir mal dieses Flughafen-Lounge-Feeling gegeben. Ist richtig geil, Alter. Ja, was ist da geil? Du kommst rein, du hast halt andere sanitäre Anlagen, die sind halt wesentlich besser. Das ist halt wie wenn du in einem Café oder so aufs Klo gehst. Du hast Buffet für umsonst. Du hast Getränke für umsonst, also auch Fusel. Aha. Echt kein Scheiß, Alter. Und dann kannst du dir so, das war für mich voll surreal. Todesurteil. Ich hab mich da voll so gefühlt wie so ein Einbrecher, wie so ein Betrüger, weißt du, weil so, ich fliege gar nicht Business Class. Ich bin auch gar nicht aufgefallen mit meinem silbergrauen Man of Mayhem Trainingsanzug, weißt du. Ich
so aus wie der letzte Assi. Habe mich dann aber hingesetzt, habe fett Business gemacht. Mhm. Ja, dann greifst du da rein, schnappst dir erstmal so eine Pulle stilles Wasser, ziehst dir ein Käffchen so, nimmst dir da was von den Häppchen, guckst du auch schon. Streust der Hure Koks auf die Muschi und dann wird dir zogen. Was man halt macht in so einer Flughafen. Was ja, man halt ja, so genau. macht in so einer Flughafen-Lounge. Nee, das war echt mein. Genau. Hallo! Ah! Nee, wie Otto früher. Haha! So hat er, glaube ich, immer gemacht. Oh Gott. Ja, und dann? Du machst mich. Nun erzähl doch endlich mal zu Ende. Nun erzähle, kommen wir doch mal zum Punkt. Also, wenn unsere Gespräche eine Landkarte wären, ne, dann wären die überhaupt nicht zielführend. Also, das kann man schon mal sagen. Das war das Spannendste an dem Flug. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Das Einzige, was sich geändert hat, war, dass ich dann in der DB-Lounge rumsaß, in Frankfurt am Flughafen, und dann 5 Minuten vor Abfahrt von meinem Zug gesehen hat, dass der gar nicht am Frankfurter Flughafen hält, wegen Sabine, weil die zu dolle geblasen hat, so. Den musste ich noch einbauen jetzt. Ja, so. Wir müssen noch mal ein bisschen tagesaktuell sein. Ja, ist ja auch korrekt. Ist ja auch richtig. Irgendwann in 10 Jahren hören uns die Leute und sagen auch, ach, da gab es noch Bäume. So, weißt du? Ja, pfui, ist ja richtig ekelhaft. Die haben, naja, auf jeden Fall bin ich dann geflogen und dann musste ich halt so nach Frankfurt zum Flughafen und bin von da aus mit dem ICE nach Hause. Es hatten alle Züge Verspätung, was sehr gut war, weil ich so meinen Anschluss immer gekriegt habe, ohne Wartezeit. Aber Zugfahren ist schon sportlich, mache ich morgen auch wieder. Wohin? Hamburg. Was ist da denn? Slipknot-Konzert. Slipknot? Hm? Oh, cool. Hm? Ja, die würde ich mir auch angucken wollen. Ja, kannst ja mitkommen. Nee, ich habe keine Zeit. Samstag oder Sonntag und ist bestimmt ausverkauft. Ach, deswegen, aber du fährst jetzt schon hin, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, wegen der Verspätung und so. Hamburg ist ja auch meine Lieblingsstadt so. Also Hamburg könnte ich mir tatsächlich irgendwann mal meinen Zweitwohnsitz vorstellen. Mhm. Oder meinen Dritt- und Viertwohnsitz oder auch meinen Erstwohnsitz, je nachdem. Wie krankreich wir irgendwann werden mit der Scheiße hier. Auf jeden Fall, ja. Unerträglich reich. Unerträglich reich. Kennst du das nicht? Also entsetzlich reich. Ich will das Gefühl haben, dass du morgens aufstehst, aus dem Bett steigst, irgendwo reintrittst, ein komisches Gefühl hast und es war wieder ein 500er. Und dann schreist du deine Freundin an und sagst, ich hab gesagt, du sollst das Kleingeld hier wegräumen. Für eine 100 das ganze Laub. Genau. Hier schmeißt das mal weg. Das ist mir runtergefallen. Lass doch nicht überall deine Rotzfahnen rumliegen. Ja, genau. Spaßgutscheine. Oh. Wie bei Wolf of Wall Street. Das wäre schön. Aber 500er soll es ja eh bald nicht mehr geben. Deswegen ist das ein Traum, der bald zu Ende geträumt ist. Das stimmt. Aber dann musst du dir vorstellen, du hast ja immer noch, wir sind ja dann immer noch entsetzlich reich. Und wir haben dann aber, weißt du wie, wir haben ja dann 2,5-mal so viele 200-Euro-Scheine, wie wir 500-Euro-Scheine haben, weißt du? Weil ich habe überlegt, wenn ich richtig krass reich bin, würde ich dem Wendler anbieten, seine Steuerschulden zu übernehmen, damit er mir ein Date mit Fönch asozial klar macht. Eigentlich wäre das geil. Also Fönch, wenn du zuhörst, Adrian will dich kennenlernen. Will ich gern. Schade, dass wir die Reichweite noch nicht haben, Alter. Das wäre wirklich mal, das wäre jetzt was, das wäre so ein Ding, das würde ich mir auf jeden Fall auf YouTube, da würde ich Kommentare lesen. So Statements dazu und so, weißt du, hiphop.de, 16bars.de, die ganze Scheiße. Was, ein Date zwischen Finch Asozial und uns? Ja, ja, oder in der Bunten oder Gala oder wo die Scheiße berichtet wird, so. Oder Bildzeitung. Ach, ich weiß gar nicht. Also ich kann jetzt nicht abschätzen, wie berühmt der Finch jetzt ist. Aber da wir den kennen, ja schon anscheinend sehr. Er wird gerade krass berühmt, so. Mhm. Der holt halt alle mit seinem ostdeutscher Peter Maffay-Kram ab, so. Die wandelnde Bad Taste Party. Ja, ich find's teilweise ein bisschen albern, so. Ich bin für so eine alberne Scheiße nicht zu haben. Ich find's ganz lustig. Aber es ist halt Image. Aber ich mag die Musik halt nicht. Es gibt einen
ein Lied von dem, wo ich den Beat richtig krass finde und der Refrain geht, fängt halt mit "Ey, du Fotzer" an. Das ist schon, da muss ich schon sagen, das spricht mich intellektuell schon wirklich an. Ja, das ist gut, das kannst du halt noch greifen. Ja, ich glaube, Eskalation heißt das Lied, genau. Das kann ich verstehen, das ist halt Poesie. Haben wir das schon als Folgentitel? "Ey, du Fotzer"? Nee, Eskalation. Nee. Vielleicht noch. Oder wollen wir uns den aufsparen, wenn wir... Ich habe schon wieder vergessen, wie ich die Folge eigentlich nennen wollte. Hattest du schon eine Idee? Ja, wir waren. Hast du eine Hurensündigkeit der Woche jetzt schon? Ja, Sabine halt. Dafür, dass sie mir Angst gemacht hat. Die Italiener dafür, dass die Taxis so teuer sind. Und Alter, ja, meine Hurensündigkeit der Woche. Das Frühstück in dem Hotel, wo ich war richtig kacke, Alter. Oh, ja, kacke, das muss man schon mal sagen. Das ist für jemanden, der sehr hohen Wert auf Frühstücksbuffet legt oder auf ein gutes Frühstück, ist das natürlich ein Tritt mitten rein ins Gehänge. Dicker, ich habe in Pensionen schon besseres Frühstück gekriegt als da. Ohne Scheiß, ohne Stern und ohne saubere Zimmer. Die haben geileres Frühstück gemacht. Echt, ja? Aber für ein 4-Sterne-Hotel, ja. Und was gab's denn da? Croissants oder was? Croissants und... Na, so das Süßigkeiten-Game haben die Italiener auf jeden Fall richtig drauf, so, das muss man ja sagen. Also Kuchen und so hier Cremes und so ein scheiß Tiramisu-Ding, scheiß gab's alles. Im Zweifelsfall schmeißt man alles, was man an Brot hat, irgendwie in Sahne, so sah das eine aus. Das Brot ist ja eh so weich. Das hat gut geschmeckt, auf jeden Fall. Mhm. Na, dann Rührei, aber dieses eklige Industrierührei, was derartig flüssig war, das konnte ich nicht fressen, Alter. Ich habe mir die Hälfte davon auf den Teller, also ich habe mir davon zwei riesen Kellen auf den Teller gemacht, weil ich halt immer viel Ei morgens esse, so, aber da, und da, die hatten Wurst, drei verschiedene, eine Sorte Käse, Schnittkäse, so, der war zum Glück ganz gut, und harte Brötchen. Ich weiß nicht, was die Spaghettis mit harte Brötchen haben. Einfach Weißbrötchen, aber so ganz kleine, wo du dir immer in den Finger schneidest, so, oder wo so eine halbe, so ein kleines Stück Käse nur drauf passt, ne? Nachdem du das mit der knallharten Butter übelst zerfetzt hast, schon das Brötchen. Kennst du das? Ja, gefrorene. Ne, also erstens mag ich schon mal keine Brötchen, die ich mit einem Haps in meinen Mund nehmen kann. Dann wärst du da schon mal falsch. So, das sind doch keine Brötchen, Mann. Das sind Oblaten. Ja, und. Steinharte Oblaten, Alter. Kein Scheiß. Marmortaler, wirklich. Und dann halt, die hatten halt alle Schikanen, auch Bratkartoffeln und Erbsen, nee, nicht Erbsen, hier Bohnen und so ein Scheiß, was sich die Engländer immer reinziehen. Mhm. Das war ein heftiges Frühstück, finde ich. Ja. Die Engländer, Bratkartoffeln, dann gibt es hier so Bohnen in Tomatensauce, glaube ich. Und Würstchen. Also hier, das hat sich auch richtig durchgesetzt, oder? Überall auf der Welt anscheinend. Das, was die Engländer gerne essen. Ja, das ist, ich glaube, sowas nennt man gemeinhin ein kontinentales Frühstück. So könnte man die Folge auch nennen, kontinentales Frühstück. Mhm. Nee, ich finde, ganz ehrlich, es gibt das geilste Frühstück bis jetzt war, als ich letztes Jahr in Barcelona war, in dem Hotel. Das war richtig geil, weil du hattest so schöne Auswahl, so, das war, die hatten geiles Brot und ich liebe ja auch diese spanische Chorizo-Wurst. So, auch wenn ich mich eigentlich normalerweise weitestgehend vegetarisch ernähre, so, aber das feiere ich richtig geil. Und warum guckst du jetzt so? Nö, erzähl ruhig weiter hier. Ach so. Ja, ich erzähle den ganzen Tag schon. Du musst auch mal was erzählen. Nee, ich höre dir doch auch zu. Ich habe ja auch schon was gesagt. Nur bei vegetarisch war ich kurz draußen. Ach so, ja, gut. Aber es ist doch bei euch, das ist doch auch total uncool. Das ist wie wenn man früher gesagt hat, ja, ich esse nur Fleisch. Ja. Heute sagt man doch immer, ich esse vegan und glutenfrei. Ich sag das nicht. Ich sag das nicht. Ich icke heute viel. Ist mir aufgefallen. Icke. Ja, manchmal, wenn man so Leute nachmacht, verfällt man gerne in so einen Dialekt. Ich rieche immer noch an Vic Vaporub übrigens. Adrian schnüffelt zwischendurch immer mal an Vic Vaporub. Na, warum nicht? Wenn er Bock drauf hat. Adrian, aber du musst ja auch, das Ding ist, du musst auch was sagen. So, weil
Nur am Vic Vaporub riechen, das geht auch nicht. Das bringt dich nicht weiter. Gib mir noch 5 Minuten, oder? Ich habe das Gefühl, umso öfter ich dran rieche, umso gesprächiger würde ich werden. Würde ich werden, wenn ich weiter daran röche. Ich esse gerade übrigens Raffaello, ey. Oh, das ist gut. Auf jeden. Wie isst du Raffaello? Das ist eine wichtige Frage. Es gibt einfach Sachen, die muss man speziell essen. Soll ich dir sagen, was ich mache? Ja. Also, wenn ich ein Raffaello esse, versuche ich, so vorsichtig wie möglich die äußerste Schokolade abzunagen, dass ich nur noch diesen Pappball, hätte ich jetzt fast in der Hand gesagt, diesen Waffelball in der Hand habe. Den drehe ich dann auf. Wenn die kalt sind, kommt das komplett raus. Dann hast du so diese Creme in so einem Bällchen da. Mhm. Und die probiere ich dann so einzeln rauszuessen. Und dann zum Schluss esse ich die Waffel. Wie isst du das? Ich knack die in der Mitte. Oh ja, ist auch geil. Und lutsche das Innere raus. Und dann schiebe ich einfach alles rein. Aber genauso esse ich Rocher auch. Ja, aber hast du dich mal, also ich weiß nicht, ob dich das schon mal jemand gefragt hat, hast du diese Technik selber beigebracht? Hat die sich bei dir von alleine entwickelt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich die abgeguckt habe oder nicht. Oder ob das in den Genen verankert ist. Na, das finde ich so lustig, weil ich mache es wirklich exakt genauso. Und bestimmt denkt man immer so, boah, ich bin der Einzige, mir darf niemals jemand zugucken, wie ich das esse, weil alle denken, ich bin krank. Wie isst du denn Toffifee? Also ich, Toffifee, klar, du machst das raus und dann versuche ich oben dieses Schokoplättchen mit den Schneidezähnen abzumachen. Ja, genau. Und dann versuche ich die Schokocreme da drin mit den Vorderzähnen aus dieser Karamellummantelung zu schälen. Hm. Weil man die Karamellummantelung gerne nochmal zum Schluss lutscht. Die Sache ist, wenn ich gierig bin, stopfe ich sie mir einfach in den Mund. Ja, das kenne ich auch. Es kann aber, also das Schokoplättchen mache ich tatsächlich eigentlich am liebsten mit den Schneidezähnen ab. Ich lutsche dann auch gerne mal ein Toffifee bis zur Nuss runter. Genau, so mache ich das. Runterlutschen, weil sonst du kriegst das so schlecht raus. Und Oreos? Na, ist klar, Oreos musst du aufdrehen, aber das mache ich auch mit Prinzenrolle so. Ja, war bei Prinzenrolle, oh, da ärgere ich mich, wenn eine Kekshälfte bricht. Ich bin jetzt gerade, ja, auf jeden, ich bin jetzt gerade auch dabei, mir so eine Technik für Kinderkarts anzueignen. Ich habe auch festgestellt, dass man die auch aufknacken kann. So, und dann, wenn man ganz vorsichtig, dann liegt ja diese Schokocreme, liegt ja dann so in einer tiefen Waffel drin. Mhm. Und ich habe festgestellt, wenn man diese tiefe Waffel so ganz vorsichtig runter isst, wie behindert man eigentlich ist, ne? Dass man sich Techniken für verschiedene Süßigkeiten zulegt. Magst du Kinder Bueno? Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum es die Füllung von Kinder Bueno nicht als Brotaufstrich gibt? Nee, aber das wäre wirklich mal angesagt. Alter, das wäre krasse Scheiße. Ist das nicht dasselbe, wie in den Happy Hippos drin ist? Ist das das? Kann das sein? Ich glaube, weiß ich nicht. Die habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Ja, aber ja. Die Happy Hippos sind richtig geil, ne? Aber die sind schweineteuer. Jetzt, wo wir reich sind, wie die alte Sau, ist uns das doch egal. Entsetzlich reich sind. Ja, ja klar. Natürlich. Da kann man sich schon mal das ein oder andere Happy Hippo leisten. Kennst du so Süßigkeiten, wo du dich richtig freust, wenn du so in deinen Süßigkeiten-Schrank reinguckst und gar nicht mehr wusstest, dass du das ja noch hattest? Ich gucke jedes Mal in meinen Süßigkeiten-Schrank und hoffe, dass da Nicknacks gewachsen sind. Echt, bist du so ein Nicknacks-Typ? Oh ja, ich mag Nicknacks. Mhm. Wie isst du Nicknacks? Auf. Ich esse Nicknacks auf. Und es ist egal, wie groß die Packung ist. Die Sache ist, dass du bei Nicknacks einfach regelmäßig auch die Finger ablecken musst. Ja, auf jeden. Die werden so eklig schmandig dadurch. Und Nicknacks auf gierige Art und Weise einfach rein in den Mund. Aber ich lutsche sie auch, dass man erstmal dieses Würzige weglutscht.
unsere Hörer jetzt heute und montags morgens so, ihr seid so dreckige Missgeburten, denken die sich jetzt so über uns. Ja? Ich wette mit dir, die Hälfte von denen macht so, ich auch. Ja. Und dann machen die einen Schlenker zur Tanke und holen sich erstmal Nicknacks oder Raffaellos oder irgendwas. Boah, ja, okay, aber da, ich muss dich gleich auch noch zu anderen Sachen befragen. Das ist aber genau wie Calippo. Kennst du Calippo-Eis noch? Ja. Früher habe ich Calippo-Eis genommen. Und dann hast du ein bisschen gegessen. So, das ist oben auch mit den Schneidezähnen weggeschabt. Aber eigentlich hat man gewartet, bis es so geschmolzen ist, damit man die Scheiße trinken kann. Ich habe es dann getrunken. Nee, so, das habe ich nicht gemacht. Dieses Eis so schmelzen lassen, dass man es trinken kann. Das war mein Ding. Das ist auch übelst gierig, ey. Tja. Ich hab mir jetzt letztens auch die Einzel-Ess-Taktik für Hanuta mal angeguckt. Für wen? Das ist auch geil. Hanuta. Ach, ein Hanuta, ja. Na, Hanuta kannst du ja auch die einzelnen, also da kannst du ja auch die beiden Waffeln voneinander trennen und das andere dann auch mit den Schneidezähnen. Also Schneidezähne sind fürs Süßigkeiten-Essen essentiell. Wenn man absolut. Ohne Schneidezähne bist du raus aus dem Süßigkeiten-Game. Ist das Leben nur noch halb so viel wert? Ja, da hast du recht. Ja, das, also bei Süßigkeiten, also ich muss halt, du bist. Adrian riecht wieder am Big Buffer rum. Du bist so ein Typ, ey. Alter. Aber ich überlege gerade, was ist noch, was gibt's denn? Boah, was sind die geilsten M&Ms? Ich bin generell nicht so ein M&Ms-Typ. Ne? Aber ich glaube, du spielst auf die mit Erdnussbutter an, oder? Die kenne ich gar nicht. Ah, na dann. Okay. Wenn du in Amerika bist, solltest du die vielleicht mal naschen. Die gibt's auch hier. Die habe ich schon mal für einen Kumpel mitgebracht. Die gibt's hier auch. So ein braune sind das. Nee, nicht braun, so ein rotbraun. Ja. So sehen die irgendwie aus, oder? Nee, die besten sind die blauen, die dieses Crunchy innen drin haben. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Das sind die besten. Normale M&Ms gibt es auch gar nicht. Gibt es überhaupt noch normale M&Ms? Weiß ich nicht. Bin nicht so der M&Ms-Typ. Wie findest du Skittles? Ich bin auch nicht so der Typ. Finde ich ganz geil. Weil, echt? Ich finde Skittles sind voll überbewertet. So, ich finde Skittles ganz geil. Aber ich bin auch mehr Team Gummi. Also, wenn ich mich steht bei dir bei Tinder, ne? Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich mehr Team Gummi und weniger Schokolade. Gummi ist, da kommen wir gleich zu dem Thema. Ich will nur eben kurz einmal das Thema abhaken, indem ich vergesse, was wir gerade gesagt haben. Ja, Thema Gummi. Sind die besten Weingummis? Warum wolltest du noch was über das Hanuta-Essen sagen? Hanuta, ich habe gerade noch überlegt, ob es da noch was gibt, aber es fällt mir gleich bestimmt. Die Waffeln sind so crunchy. Alter, bist du auch ein Knoppers? Bist du ein Knoppers-Freund? Standard, Digga. Du könntest mich auch genauso fragen, ob ich Arme habe, weißt du? Alter, oh, Knoppers ist so geil. Obwohl dieser komische Knoppers-Schokoriegel jetzt. Der ist viel geiler. Ja, aber. Nee, das ist richtig, also ein richtiges schönes Knoppers ist schon eine gute Sache. Knoppers kannst du zum Beispiel nicht einzeln essen. Nee, da muss man sich noch mal ein zweites gönnen, ne? Oder auch. Oh, nee, ich meine, das meine ich aber nicht, sondern das kannst du nicht auseinanderbasteln mit deinen Schneidezähnen. Nee, das stimmt. Den Knoppers musst du essen, wie du es kriegst. Da rutscht er ab und reißt dir mit der scharfen Waffel erstmal das ganze Zahnfleisch auf. Und sitzt dann da mit riesen geweiteten Augen, wo Tränen rauslaufen. Weil man wieder zu gierig war. Ja. Kennst du das, wenn man sich auf die Backe beißt und das wie isst dann dick du denn wird, und man sich nochmal auf die. Gar nicht. Nee? Nee, ich hasse es. Also nicht hasse Salzstangen, aber auch Erdnussflips finde ich auch voll scheiße. Ja, Erdnussflips finde ich auch scheiße. Erdnussflips sind überflüssig. Kacke, oder? Ja, Erdnussflips sind überflüssig. Finde ich auch. Auch in diesen Snackmischungen, das, was geil ist, ist immer am wenigsten drin. So, wo die ganz genau wissen, so, weißt du, die ist Leute so. Kaufen das nur so, weil das da auch gibt's drin ist. Da gibt es diese komischen Schnecken. Wenig rein. Kennst du die? Ja. Ja, oh, die sind geil. Da isst man auch die Knickknacks safe zuerst raus. Ja, die Cracker sind gut. Ja. Die Chips schmecken immer scheiße, finde ich. Ja, man isst sie trotzdem. Ne? Ja, man isst sie, aber man ist nicht zufrieden damit. Oh. Rufin, Alter. Oh, ist das geil. Ja, Chipsletten sind sowieso eigentlich nicht so geil. Stehst du auf Pombeeren? Ja, Mann, Pombeeren sind krass. Was sind die besten Pombeeren? Die normalen. Nein, Mann, die Ketchup-Pombeeren, die Ketchup-Pombeeren sind viel, viel besser. Nee, die normalen. Aber nein, ich mag Mann, auch Pommes.
Waren das diese Pommes? Diese, nee, diese Pommels, Sticks? Nee, Pommels sind so eine geriffelten, die innen so die, hohl sind. So, die sind so. Auch immer in diesen Dings drin, ja. Ne? In diesen Mischungen. Boah, Pommels sind richtig geil, Alter. Ja, Pommels. Die feiere ich auch. Kennst du die, wie heißen denn diese Trichter? Weißt du, was ich meine? Ja. So aussehen wie so kleine Eistüten. Ja. Nicht ich Takitos. Weiß. Ja, ich weiß, welche du meinst. Diese Tornados oder so. Ja, boah, Tornados, die sind übelst geil, Alter. Sind die nicht auch von Dorito? Ja, genau, Doritos. Ich meine, heißen die nicht sogar Doritos? Sind das nicht? Nee, Doritos, die machen ja auch Nachos. Also ich finde, das ist ja, Doritos sind die ist die Firma, ne? Die machen halt Nachos. Magst du Nachos? Wenn man mal irgendwo hingeht oder so, oder wenn ich mir Nachos selber mache oder so, finde ich das geil. Jetzt so pur an sich ein paar Maiscracker, so finde ich jetzt nicht, finde ich ein bisschen öde. Nachos, finde ich, muss man sich auf jeden Fall entweder diese Salsa kaufen, die so ekelhaft gestreckt ist mit Zucker und bla, die so todesverarbeitet ist, dass da wahrscheinlich alles nur Chemo ist. Aber das finde ich geil. Oder ja? Sag du zuerst, eine selbstgemachte Guacamole. Echt? Ich bin ein Sour Cream-Typ. Oder wie manche auch sagen, Sour Cream. Sour Cream. Aber selbstgemachte Guacamole ist der absolute Oberknaller. Und das, was hier in Jena als Guacamole verkauft wird, will ich jetzt mal sagen, das ist eine Frechheit. Also das ist wirklich eine Frechheit. Selbst bei Leuten, die sich selber der Mexikaner nennen oder so. Alter! Habe ich da erzählt mit dem Tequila, oder? Ja. Nee, hast du nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ne? Nee, habe ich nicht erzählt. Das kann doch gar nicht wahr sein. Dass wir beim Mexikaner waren, ist meine Tante, mein Onkel und mein Cousin aus Koblenz. Ja, ich bin gebürtiger Koblenzer. Für die Leute, die es nicht wissen, wohne aber schon seit Menschengedenken in Berlin. Und wir waren am Rand Berlin bei einem Mexikaner, geführt von Indern, mit dem wohl schlechtesten mexikanischen Essen, was man sich so vorstellen kann. Was gibt's hier? Alter Schwede, das ist einfach Tiefkühlkost. Das ist einfach so, diese Chicken Wings sind aus dem Tiefkühler, die... Und Mozzarella-Sticks gibt es da auch immer, ey, ne? Ey, das ist so kacke. Wobei Mozzarella-Sticks richtig geil sind. Das kannst du aber nicht verkaufen. Also das, was da war, konntest du nicht verkaufen. Wirklich. Oh. Und am Ende kam der Typ und sagt, wollt ihr vielleicht noch einen kleinen Tequila? Und mein Cousin guckt ihn an und meint so, Tequila meinst du? Und er so, Tequila. Ich sag immer Tequila. Du kannst auch sehr gut den indischen Akzent nachmachen, Mann. Und ich so, Alter. Oh. Okay, jetzt habe ich voll Hunger, Mann. Jetzt hab ich übelst Bock auf Pizza oder so. Und ich habe so viel Pizza die Tage gewissen. Ich will das jetzt. Ich habe mir so ein Lammertschuh geholt und ich musste das nach der Hälfte wegwerfen, weil das scheiße geschmeckt hat. Kennst du das, wenn du dich richtig aufregst? Es gibt bei uns gerade aktuell kein geiles Takeaway-Essen. Das ist ja scheiße. Ich habe mir letztens an der Raststätte auf dem Weg von Bayern nach Berlin einen Leberkäse im Brötchen geholt. Die Scheibe war aber dick wie ein Unterarm. Ja, aber von einem Trucker. Aber einen, der seinen LKW selber zieht. Ne? Und ist es drin geblieben? Ey, und es ist so... Also am Anfang finde ich Leberkäse geil. Ja. Aber wenn das einfach zu dick ist, so, dann wird das wird irgendwann so ekelhaft, dass dann sich ein. Es so. Was ist, das ist doch einfach nur viereckige Riesenwurst, oder? das ist einfach nur, eigentlich ist das doch dasselbe. Das ist einfach nur ein Riesenstück Fleischwurst. Wirklich, boah, mega unbescheiden. So Lioner. Lioner für Leute, die einfach gerne die im Block essen. Ja, genau. Lioner in so einem Pressfleisch, weißt du, und dann auch noch im handlichen Familienblock. Bah! Ja. Wär ich Leberkäsehersteller, würde ich das von Sido, meinen Blog, einfach nehmen als Werbeidee. Auf jeden Fall, Leberkäse wäre dann auch kein richtiges Takeaway-Essen. Aber isst man das mit Sauerkraut und süßem Senf, ne? Nee, ohne Sauerkraut, aber mit süßem Senf, ja. Süßer Senf ist auch geil. Ich stehe zum Beispiel voll auf diesen Feigensenf, den finde ich auch richtig gierig. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Ne, Feigensenf, Alter, mit so Käse.
Aber nicht so ekelhafter Käse. Also der darf nicht übelst ekelhaft riechen. Was wir heute hier für Schlemmereien. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich wollte noch was sagen. Ich hab nichts zu Hause, Alter. Und die Pizza, ja, okay. Zu Salzstangen, weil du ja keine isst. Also Salzstangen kann man ganz normal essen, indem man sie einfach so nimmt. Also Salzstangen einzeln zu essen, geht nur auf eine Art und Weise, finde ich. Und zwar nimmt man bricht die einzeln mit der Zunge ab. Nein, man nimmt die und man isst die so. So ganz schnell so. Man schreddert die so in den Mund rein. Okay. Kennst du das? Ja. Wenn du die beißen willst, so, dann kannst du eine einzelne Salzstange nicht nehmen. Dann nimmst du immer so 3 oder 4 oder so. Und dann kannst du die auch so abknabbern. Ne? Aber eine einzelne ist immer so. Wie viele Leute sich jetzt denken, so, Alter, stimmt, auf jeden, genauso. Ist witzig, wenn man sich das erstmal so anguckt, was man für komische Gewohnheiten hat. Und nicht nur man selber, sondern alle irgendwie. Das ist auch genau wie, wenn man sich Alkohol eingießt. Wenn du dir selber einen Jackie Cola machst, du gießt immer erstmal ein, ne? Das ist immer so, da hast du die Flaschenbewegung, dann machst du so den Schluck, dann setzt du ab, guckst. Und machst nochmal einen Minischluck hinterher. Ja. Machst du mal nochmal einen Minischluck. Ist nie genug. Ja, das stimmt. Ist immer so, noch so ein. Naja, noch ein bisschen. So, es hat den Kohl überhaupt nicht fett gemacht, aber nee, einfach nochmal so. Ah, komm. Wie Marco immer sagt, so ein paar Prozent, dass wir uns gut fühlen. So, weißt du? Ja. Genau so. Genau so. Ey, was man da für sich für Macken antrainiert, ey. Das ist richtig dumm. Ich überlege gerade, was mir sonst noch so einfällt, was man macht. Bist du so ein Typ, der, wenn er die Tür abschließt, nochmal zurückgeht und guckt, ob die wirklich zu ist? Nee, aber ich habe hab so eine Neurose, was mein Schlüssel angeht. Ich verlasse mich nie darauf, dass der Schlüssel tatsächlich in meiner Tasche ist, anhand des Geräuschs. Das heißt, ich fasse nicht an meine Tasche und klapper dann damit und denkst, okay, es klappert da drin, das ist mein Schlüssel. Ich hole meinen Schlüssel aus. Ja, ich fasse in die Tasche rein, ich hole den Schlüssel raus und ich gucke ihn an. Ich verlasse mich nur darauf, was ich gesehen habe. Boah, das ist. Ist aber mit dem Schlüssel so. Ansonsten bin ich da eigentlich. Pizza. Wie viele Stücke? 8, 4, 2? Oder wie in Italien einfach im Stück? Das kommt auf die Pizza an, muss ich sagen. Also wenn es so eine Domino's-Pizza ist, die so von den 800 Zutaten so durchgeweicht ist, das, weißt du wie, dass man die, also eigentlich Viertel aus Faulheit einfach, aber Achtel sind besser. Ja. Also wenn ich die Viertel, dann klappe ich die auch zusammen. Nee, das mache ich nicht. Du weißt, was ich meine, ne? Hast du das auch, wenn man im Restaurant ist und Pizza isst und dann ganz genau weiß, dass man die jetzt mit Messer und Gabel essen muss und dass Messer und Gabel und Pizza einfach total scheiße sind zusammen? Ja, das gehört einfach irgendwie nicht, oder? Und man weiß selber jetzt, dass man das nicht so machen kann, wie man die sonst immer isst, indem man sich die einfach so viertelt oder achtelt und sich dann einzeln die Stücke in den Mund nimmt. So. Jetzt will ich Pizza, Mann. Scheiße. Magst du die Pizza von Domino's? Ja, Domino's hat, finde ich, die besten, wobei es auch eigentlich lächerlich ist, wie viel Geld man für eine große Pizza ausgibt. Ich weiß, bei Harry unten bei uns. Ja, aber du musst mal gucken. Margherita für 2 Euro. Du kannst mal gucken, weil Domino's hat teilweise so Aktionen, was die Classic-Pizza angeht. Da bezahlst du für eine normale irgendwie 3 Euro. Okay. So für eine Classic. Und dann kannst du dir einfach 2 Stück bestellen und es reicht dann safe auch. Boah, nee, also eine große Domino's-Pizza reicht nicht. Nee, ist dann keine große, ist dann so eine, ist die kleinste, die sie anbieten, aber halt für 3 Euro. Ja, das kaufe ich nie, das finde ich immer schwachsinnig. Ich kaufe mir immer dann die große. Die haben ja dann auch immer so ein fancy Kram, aber komischerweise alles, was ich geil finde, nehmen die aus dem Sortiment. So, es gab da zum Beispiel die übelst geile, war das so eine Leberwurst-Stachelbeere mit Schallblättenkäse. Was? Nee, so eine Mangosoße, so eine Curry-Mangosoße gab es da bei Domino's. Und die. Was war das denn? Komplette Orientierungslosigkeit im Raum. Was? Wie jetzt? Also, du würdest jetzt sagen, eine Domino's-Pizza, Leberwurst-Stachelbeere mit Schallblättenkäse wäre jetzt nichts für dich, oder was? Aber dazu so eine schöne Bionade, Kräuter, Knoblauch. Das klingt auch richtig gut. Das hört sich gut. Ich finde, wir sollten auch vielleicht mal eine kleine Kochsendung machen. Boah, kannst du gut kochen? Also ich glaube, ich kann besser kochen
als man mir vielleicht zutrauen würde, aber ich würde mich jetzt nicht als Meisterkoch hinstellen. Hm. Kochst du nach Gefühl oder nach Rezept? Kommt drauf an, was ich mache. Sag mal was. Ja, keine Ahnung. Suppe. Suppe kann ich einfach so kochen. Echt? Ja. Boah, ich habe erst letztens einen richtig schönen Eintopf habe ich gemacht mit schön mit Gemüse und vorher aber stundenlang Suppenfleisch einkochen und Schwein kochen und ja. Halt Beweise vernichten. Ja. Suppenfleisch. Nee, ich muss sagen, ich habe Suppe gemacht letzte Woche. Kürbis Ingwer Mango Suppe. Die war auch ja, richtig ja, geil. Aufgrund deiner Suppe, die du letztens irgendwo gezeigt, du hast mir eine Suppe gezeigt. Ja, das war die. Ja, habe ich hier zu Hause mir auch sowas gewünscht. Ja? Mhm. Aber das war richtig gierig. Ich habe mir so derartig in den Finger geschnitten da und habe alles voll geblutet, dass ich dachte, ich muss ins Krankenhaus, aber du hast es gerade so geschafft. Ich habe es gerade eben geschafft, mit letzter Kraft die Wunde zu vernähen. Den Spalt zu schließen. Hast du da nicht so ein glühendes Messer reingedrückt in die Wunde? Nee. Und mit Wodka übergossen. Da gibt es auch so ein geiles Ding von Thorsten Sträter, wo sich sein Bruder die Hand verbrennt und seine Frau irgendwo gelesen hat, dass man Mehl in die Wunde packen soll. Und der Arzt hat dann hinterher gesagt, dass es auf jeden Fall ganz gut wäre, da einfach Mullbinde drüber zu machen oder einfach Wasser drüber laufen zu lassen. Das wäre allgemein eine viel bessere Handhabe, so, auch wenn es jetzt überall lecker nach Schnitzel riecht. So, anstatt die Wunde zu panieren, meinte er. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf aber die so Idee das. Muss man erstmal kommen. Oh, ich habe eine offene Wunde, da muss ich jetzt erstmal Mehl reinkippen. Erstmal Mehl auf eine Bindet Platte. Ja. Wissen wir ja, oder? Eine schöne Mehlschwitze hat bis jetzt noch alle zum Stocken gebracht. Oder Salz. Boah, das ist auch richtig übel, ey. Ey, du könntest dann einfach auch Soßenbinder nehmen, oder? Bestimmt, eigentlich schon, ja. Hättest du deinen Finger ordentlich in Mondamin-Soßenbinder getunkt, dann wäre die Blutung mir nichts, dir nichts, wäre die vorbei gewesen. Ich finde, dieser Hautkleber, ich habe mal gehört, dass man da ganz normalen Sekundenkleber nehmen kann. Stimmt das? Alter. Ich würde jetzt eher sagen, dass man da eine ziemliche Blutvergiftung von kriegt. Chemiker bin ich nicht. Arzt bin ich nicht. Und auch nicht in Kombination. Also ja, so, du kannst leben, unbedenklich. Aber gönn dir. Wenn man so Sachen zuklebt, erzähl mir, wie es war. Das ist schon. Ja, vielleicht nicht. Vielleicht liest es dann in der Zeitung. Wie es war. Das kann auch passieren. Hast du irgendwas, was du vererben könntest und ich gebrauchen kann? Ein Auto. Kannst mein BMW haben. Habe ich schon gesehen. Willst du nicht? Nee, ich fahre Mercedes. Der feine Herr. Der feine Herr Spandauer. Oh ja. Wir in Spandau, wir fahren Mercedes. Das ist der Slogan. Wir sind nicht so wie die armen Berliner. Wir in Spandau, wir fahren Mercedes. Die 800. Benz-Filiale ist doch, in Spandau. Spandau ist doch Partnerstadt von Alf Halterbach. Was ist das? Da werden die AMGs gebaut. Wie heißt das? Alf Halterbach? Alf Halterbach. Alf Halferbach. Alf Halferbach. Alf Halterbach. Ist doch Alf Halterbach, oder? Ey, an alle, die da aus der Gegend kommen. An alle, die AMG fahren. Lyncht mich nicht. Lynchburg-Limonadet mich nicht. Kennst du Lynchburg-Limonade? Ja, finde ich ganz nett, aber. Also selbstgemacht. Das nicht. Das trinke ich immer bei Christian Hasse oben, den ich, glaube ich, auch mit am meisten hier im Podcast erwähne. Der hat mir letztens geschrieben und meinte, Dankeschön, dass jetzt jeder im Internet, der deinen Podcast hört, weiß, dass ich einen weißen Schwuchtel-Mercedes fahre. Weil Paul das zu ihm gesagt hat. Was soll ich denn mit der schwulen Karre? danke, dass jetzt jeder weiß, dass ich ein Schwul... dank dir kennt jetzt jeder meine schwule Karre. Meinte er so zu mir, fand ich auch übelst lustig.
Was wolltest du mich fragen? Habe ich vergessen. Mann. Der heute kommt einfach kein Redefluss, merkst du? Ja, heute ist ganz schlimm. Heute guckst du auch nur auf die Uhr. Du riechst die ganze Zeit an deinem Vaporub und hämmerst dich da weg. Jetzt erstmal direkt wieder aufdrehen, ne? Da, ist das für dich so ein Geruch, den du magst? Das ist das Zeug, damit hat meine Mutter mich eingecremt, als es mir nicht gut ging als Kind. Ich fand das toll. Ja, okay, ich finde das mittlerweile scheiße. Ich will nicht vollgeklebt sein. Ich creme mich auch nicht ein. Cremst du dich nach dem Duschen ein? Bist du ein Cremetyp? Wir stellen heute die richtigen Fragen, Adrian. Merkst du, heute läuft es mit den Fragen, die man nicht jedem stellen würde. So. Also ich habe Creme, aber das Einzige, was ich benutze, ich habe echt immer durchs Tätowieren vielleicht auch, aber durch Sport und so habe ich übelst trockene Hände. Also das Einzige, was ich wirklich regelmäßig benutze, ist Handcreme. Mhm, verstehe ich. So, ich auch. Hilft aber nicht ganz so viel. Und was ich habe irgendwie immer voll spröde Lippen gekriegt. Das ist richtig behindert, Alter. Da muss ich jetzt mal gucken, was dagegen hilft. Ich habe immer so... Ja, ich kann dir sagen, was der Prinz Markus macht. Bei spröden Lippen. Bei spröden Lippen erstmal eine aufschmieren. Ja. Ruppen hilft gegen alles. Nee, ich weiß es nicht. Ich finde irgendwie, na, das ist, da weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht. Aber ansonsten bist du so ein Cremetyp? Nee, also ich creme mich, also ich bin auch ein ganz schlechter Tattoo-Kunde. So, ich creme mich nicht ein. Oh, ich auch nicht, ich bin die letzte Missgeburt dabei. Außer ich habe es bezahlt, dann schon. Aber sonst. Also ich creme mich einfach generell nicht ein. Ist auch nicht gut, weiß ich. Ich habe mal versucht, das zu werden, weißt du so? Weil ich habe mir mal so richtig geile Creme geholt, mit der. Du hast versucht, der zu werden, der sich nach dem Duschen eingeht. Ja. Sorry, das ist mir zu schwul. Es gibt einfach Sachen, die sind. Es gibt einfach Sachen, die kratzen an meiner Männlichkeit. Ich hatte hier letztens einen Riesendisput, als ich fast gestorben bin, ne? Hier vor Krankheit. Als ich gefroren habe. Ich hatte Schüttelfrost. Ich habe gefroren. Ich konnte nicht mehr. Und da wurde mir doch eine Wärmflasche ans Herz gelegt. Kann ich nicht. Wärmflaschen kann ich nicht. Kann ich nicht. So, das nicht. Reicht, hast du gesagt. Ist, und dann bist du wortlos rausgegangen, hast die Tür hinter dir zugeschmissen. Das geht zu weit. Das Einzige, was ich in dieser Richtung akzeptieren kann, sind Kirschkernkissen. Das war's. Aber warum? Kirschkernkissen sind voll behindert. Du musst voll lange warten, bis die fertig sind und dann sind die voll schnell wieder kalt. So, Kirschkernkissen sind super. Wärmflaschen, nee. Ich kann einfach nicht mit einer Wärmflasche im Bett liegen. Das kann ich nicht. Wie schläfst du? Also, schlecht. Also welche Schlafposition hast du? Bauch, Seite oder Rücken? Ich switche. Seite, Rücken, Bauch. Boah, auf dem Bauch finde ich richtig unentspannt. Ja, ich schlafe einfach generell auch super unentspannt. Jo, Adrian zieht einfach mal durch, scheißegal. Ich bin nur kurz mal abgehauen, weil mir ist mein McVaporub runtergefallen. Ich habe gerade schon gesagt, so, er zieht jetzt einfach mal durch, okay, auch cool. Ist wortlos gegangen, ausgeklingt aus der Unterhaltung. Okay, hau rein. Jo, Adrian, danke schön, war nett mit dir. Nee, worüber haben wir jetzt gerade nochmal geredet? Schlafen. McVaporub. Schlafen, ja. Also ich finde, habe ich schon mal von meinem Seitenschläferkissen erzählt. Habe ich auch. Wie lebensverändernd ist das für dich? Seitenschläferkissen brauche ich nur, wenn ich alleine schlafe. Sonst nimmst du deine Freundin. Genau. Sonst ist sie mein Seitenschläferkissen. Ja, das stimmt auch, aber ich habe immer Angst, weil mein Bein so schwer ist. Bist du ein Kuschler? Bist du ein Kuschler? Ja. Ja? Bist du jemand, der wirklich so eng umschlungen nachts schlafen kann? Ja. Boah, das ist krass. Das ist krass. Ich kann höchstens einschlafen so, aber ich schlafe auf keinen Fall so durch. Und ab einem gewissen Punkt ist so, okay, und jetzt gehen wir hier, schlafen wir hier getrennte Wege. Aber Frauen werden einfach nachts immer unfassbar warm. So. Wie bei Two and a Half Men. Lilly, du wirst nachts ungefähr 800 Grad heiß. Ja, aber ich muss immer irgendwie eine Hand dran haben. Ich muss wissen, dass alles da ist. So. Ist noch da. Ist noch da, gut. Aber eine Hand am Schritt. Ja, richtig. Der Prinz Markus Gedächtnisgriff.
Ja, genau. Ach nee, das ist, das ist ja Donald mit Trump. Mit der Nase an die, genau, ja. Das ist ja Donald Trump. Was sagt er, was hat er gesagt? I grab her on the pussy. Ja, grab her by the pussy. By the pussy. Fenster auf oder Fenster zu beim Schlafen? Ich persönlich mag es lieber mit auf. Ja, oder? Ich mag es eigentlich, wenn es richtig kalt ist im Schlafzimmer. Kennst du, wie asozial ist das für dich, wenn es im Schlafzimmer richtig warm ist? Ja, es ist schon schwer, aber ich mache das der Liebe halber. Ich kann das nicht. Vor allem, weil man ist ja auch, wenn man so krass durchtrainiert ist wie wir beiden, dann ist man ja auch einfach gut isoliert. Ripped. Wenn man so ripped ist wie wir, dann ist man ja auch einfach isoliert. Mm. Und dann ist einem generell relativ schwer kalt, finde ich, oder? Ja. Findest du nicht? Ja. Und wenn es dann, ne. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn ich morgens auf meiner Decke Schneemänner bauen kann. Mm. Ja. Nee, also magst du so Daunendecken? So richtig fette Daunendecken? Ja. Wie geil sind die? Ja, mag ich. Richtig so eine richtig Frau geil, Holle-Dinger. Ja, diese übelst alten, die du bei Oma und Opa gekriegt hattest noch oder ja, so. Aber auch im Sommer. Habe ich noch nicht ausprobiert. Selbst im Sommer schlafe ich lieber mit so einen Dingern. Die Sache ist, ich habe so eine Technik. Ich lege die Decke quasi an meine Brust und den Rest so zwischen meinen Beinen. Und dann decke ich mit dem, was so zwischen den Beinen kommt, decke ich mir hinten den Rücken zu. Das heißt, hinten der Rücken wird nicht kalt, so im Lendenwirbelbereich. So. Ich habe aber vorne was, was zwischen den Beinen ist, was ich so kuscheln kann. Und der Rest ist einfach frei. Wie behindert das ist. Warum braucht man das eigentlich bei uns Kerlen, dass wir uns die Eier nicht einklemmen? Wahrscheinlich, ne? Ja, keine Ahnung. Ich finde einfach... So, es schläft sich wesentlich besser, wenn man ein Kissen zwischen den Beinen hat. Mhm. Aber gibt es auch Leute, die das scheiße oder die das nicht machen? Ist das nur bei Kerlen so? Das weiß ich nicht. Ich habe Gerüchte gehört, dass es Frauen gibt, die Kissen zwischen ihren Brüsten haben. Kleine Kissen, ja, die sie zwischen den Brüsten tragen, also beim Schlafen haben, weil es dann angenehmer ist. Gibt's. Das ist auch, toleriere ich. Ja, macht Sinn. Aber bist du jemand, der nachts immer die Decke abzieht so und die, ja, stopft mir die immer zwischen die Beine so? Ja, doch, bin ich. Die Decke. Decken, und dann kriege ich immer Ärger. Ein Deckenklauer bin ich auch. So, ich glaub, ich wie lange sind wir denn hier schon wieder dabei? Ich muss dich immer wieder auch daran erinnern, dass wir hier mehr für die Leute mehr so eine Stunde, ne, entertainen wollen und nicht immer so zwei Stunden. Wir machen das keine zwei Stunden, Adrian. Wir sind eigentlich fast immer minutengenau eine Stunde 17 drauf. Du Bastard. Das ist zu lang. Ich finde, das ist zu lang. Wir müssen auch mal ein bisschen den Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie ein bisschen besser... Du bist ein Podcast-Kapitalist. Du gönnst den Leuten nicht. Ja, keine Minute länger. Du gönnst den Leuten jetzt schon nicht. Mhm. Das sehe ich persönlich das als ist, schwierig. Ich finde, die eine Stunde gratis und alles für die Zeit, die drüber hinaus ist, muss bezahlt werden. Ich habe sowieso schon mal das überlegt. Das Bonusmaterial, die 17 Minuten. Ich hatte schon mal überlegt, wie geil das wäre, wenn man sich für seine eigenen Sachen überall eine Paywall einrichtet, weißt du? Mhm. So wie bei so... Spiegel Online oder so, wo du dir die Artikel kaufen musst. So musst du das auch mit dir machen. So Facebook-Seite, ja, du kannst zwei Posts von meiner Facebook-Seite lesen und den Rest kannst du dann kaufen. Kannst du in deine Paywall verstecken. So mein Instagram-Profil, klar, gebe ich dir 10 Euro. Du kannst diesen Artikel kaufen. Was, Herr Wachtmeister, Sie wollen meinen Ausweis haben? Ja, ich verrate Ihnen die ersten zwei Buchstaben von meinem Vornamen. Den, so, Rest können Sie kaufen. Für den Rest muss ich leider 50 Cent berechnen. So. Wäre doch cool, alle Sachen hinter einer Paywall zu verschicken. Auch wenn man Leuten irgendwas schreibt. So, Leute fragen dich irgendwas auf WhatsApp und du schreibst denen einfach zurück. Dass und der Rest ist geblurrt. Hinter einer Paywall ist, ja genau, oder die haben die brauchen irgendeine wichtige Information und du hast so den Lead, den Einsteigsatz hast du drin, dass du voll am Haken bist, so am Ende des Satzes und wissen willst, wie es weitergeht und dann so, scheiße. Der Rest ist ausgegeben. Aber dann halt einen Betrag, den die Leute auch bezahlen würden. So 49 50, Cent. Ja, 49, genau. Ja, siehst du, du weißt doch, wie das Game funktioniert. 49 Cent ist gut. Ja, und dann ist so, oh, ficky-fucky und schon, Alter, bist du reich.
So machen wir können die, ja die nächste, so machen wir können die Millionäre. Ja die nächste Folge können wir gegen Kohle rausschicken. Wir veröffentlichen die, wir streamen die nicht so, sondern wir sagen, auf Anfrage. Die Folgen, wir streamen nur die ersten 2 Minuten von dem Podcast und die Reste sind dann ab Paywall. Wenn Sie diesen Podcast jetzt weiterhören wollen, überweisen Sie bitte 49 Cent an Adrian Bayer oder Sebastian Hering. Ja, nein, ich finde jeweils von uns. Es ist, wenn die nur mir 49 Cent überweisen, kriegen die noch meine Spur. Jo, das wäre geil. Oder von jedem, einer von uns kriegt immer den vorderen, die erste Hälfte und der andere die zweite Hälfte. Das heißt, für 49 Cent, also jeweils 98 Cent, kannst du dir dann beide Teile kaufen. Mhm. Wow. Das klingt geil. Wir revolutionieren das Podcast-Game. Das ist eigentlich auch ein Abenteuer. Ja, das ist auch ein Abenteuer. 22 Wochen einen geilen Podcast versuchen aufzubauen und dann in Folge 23 alles einzureißen, so mit einer Folge. Das hört sich für mich auch nach einer sehr, sehr guten Idee an. Oder? Muss ich sagen. Oder man macht es halt, man gibt der ganzen Sache einen super exklusiven Charakter und macht das einfach unverhältnismäßig teuer. Wie Wu-Tang, die haben das doch gemacht. Die haben ein einziges Album, die haben ein Album rausgebracht, was aber nur ein einziges Mal existiert und das für ein paar Millionen irgendwie rausgehauen. An eine Person, die das gekauft hat. Wer hat das gekauft? Weiß ich nicht. Du nicht, wa? Irgendein Ami. Nee, mir war das zu billig. Ja. Ich hab gedacht, die Kohle seid ihr nicht mehr wert. Du hast das Album, wie sich's gehört, einfach aus dem Internet gerippt. Das ist auch so eine Sache, das gibt's auch nicht mehr. Ne? Habe ich letztens auch noch mit jemandem drüber gesprochen. Das ist diesen Rip, das macht keiner mehr irgendwie. Der brauchst du ja auch nicht mehr. Ja, aber ist doch krass, oder? Dass man, dass es wirklich eingedämmt wurde, weil am Ende zahlst du ja jetzt was und früher hast du nichts bezahlt und jetzt zahlen die Leute lieber. Weißt du ja, wie? Aber die und haben halt auch. Sharing ist tot, also würde ich sagen, ist tot. Oder man macht selber nicht mehr, weil man jetzt ein bisschen Kohle hat und es auf den Euro nicht mehr ankommt. Ja, aber also guck mal, du bezahlst 10 Euro oder sowas im Monat und hast alles. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast das Spotify oder sowas. Hättest du das als Teenie auch gemacht? Ja, ich hätte meine Mama gefragt. 10 Euro im Monat bezahlt? Echt? Nee. Ja, safe. Guck mal, du kannst doch Familienabos machen. Da bezahlst aber du anstatt 10 Euro 15 und dann hast du 3 Leute, die da mithören können. Das ist dann Vater, hätte Mutter deine und Kind. Mutter, ja, angenommen hätte. Deine, meine Mutter hätte die gemacht. Ja, hätte sie. Meinte, die hätte Spotify überhaupt benutzt? Nee, aber ich... Doch, ich bin mir nicht sicher, ob meine Mutter nicht vielleicht doch Spotify benutzt hätte. Also ich glaube, meine Mutter. Ich kann sie ja Spotify nun nicht mal mehr fragen. Die redet ja nicht mehr mit mir. Ja. Ach ja. Jetzt wird die Stimmung nochmal hier schlecht. Wollen wir, bevor wir uns jetzt wieder da. Willst du darüber noch reden oder soll ich abmoderieren? Ja, ich möchte darüber nicht mehr reden. Okay. Schön. Wo soll ich denn jetzt was zu essen herkriegen, Adam? An alle, die Mütter haben, fragt sie doch mal, ob sie Spotify benutzen. Fragt sie, ob sie Spotify benutzen. Sagt ihnen, dass ihr sie lieb habt. Auf das jeden auch. Fall, ich hab echt momentan so einen perversen Jeeper auf McDonald's, Alter. Und ich habe bei McDonald's bestimmt schon 4 Jahre keinen Burger mehr gegessen. Dann spar dir den Scheiß. Aber irgendwie, es gibt hier nichts Geiles to go, so. Nicht mal, ich bin auch kein Döner-Typ. Und mein Lieblings-Falafelmann hier hat zugemacht. Ich glaube nur, weil der immer nach jeder Bestellung auf Storno gedrückt hat. Das ist ein Gerücht. Das kann gar nicht wahr sein. Ich hab das mal einem Kumpel gezeigt. Ich sag, hier, achte mal gleich drauf, wenn du das abkassiert. So eingetippt und dann Storno. Dann dachte ich mir, yo, so geht's auch. Aber ich will ja niemanden anscheißen hier öffentlich. Ich will ja niemanden anscheißen, aber wie letzte Folge mit Till. So. Der, dessen Namen wir niemals nennen werden hier öffentlich im Podcast. So. Ja, Till. Und schon wieder. Und schon wieder, genau. Über 2 Folgen. Ja, wollen wir jetzt mal langsam fertig machen? Ich muss mal meine Sachen packen. Machen wir mal. Ich wünsche dir ganz viel Spaß übrigens in Hamburg und beim Konzert. Schön, dass wir das jetzt heute Mittwoch schon geschafft haben. Dann muss ich deine Hackfresse wenigstens den Rest der Woche nicht mehr sehen. Ach, du freust dich doch darüber. Jedes Mal aufs Neue.
Heute hatte ich auch Bock. Heute hat es Spaß gemacht. Egal, das können wir gleich in der Nachbesprechung noch machen. So, na dann, ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen guten Start in die Woche. Seid motiviert und putz und munter. Und sagt doch einfach auch mal der Mutti, dass ihr sie auch mal dolle lieb habt. Hat sie auch mal verdient. Genau. Ja, so machen wir das. Gut, schöne Woche. Danke fürs Teilen. Ach, ich wünsche dir einen angenehmen Valentinstag. Ach, das ist ja erst nächste Woche. Nee, ist diese Woche, Freitag. Übermorgen, Digga. Verrückt. Wahr. Ja, ne? Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Valentinstag. Ja, naja, das gut. Hoffe ich auch für euch. Besser ist es. Alles klar. Dann, danke nochmal fürs Teilen und Zeug und Dingenskirchen und überhaupt. Wir haben euch lieb. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Nein, tschüss, ja.